tun Sie denn? Ich lebe. Wir haben ja gar keinen Respekt vor dem Leben. Bitte? Arbeitslos bist du? Ist das wahr? Mhm. Ja, man hat mir gekündigt. Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, ein dritter redet viel. Stationen werden angesagt. Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel. Ganz unterschiedlich. Also in erster Linie war mir Dominiks Sichtweise wichtig oder erstmal zu erspüren, was so seine Vision ist, wie er sich quasi die Verfilmung einer Romanvorlage vorstellt, wie sehr er sich davon löst, wie gegenwärtig er das erzählen will und wie vielleicht seine eigenen Erfahrungen oder seine eigenen Sorgen, eigenen Ängste, seine eigenen Vorlieben und Freuden mit einspeisen. Und dann war eigentlich relativ klar, dass wir uns gar nicht so zum Sklaven der Zeit machen, nenne ich es mal, sondern dass wir uns ganz auf den Text verlassen, aber so im Dreiergespann ganz vornehmlich versuchen, eine Freundschaft, eine Liebe zu erzählen. So. Und klar bin ich ins Historische Museum endlich mal wieder gegangen in Berlin. Klar habe ich Bücher gelesen und verschiedene Filme gesehen. Dominik hat auch ganz tolle empfohlen und vorgeschlagen. Aber wie gesagt, auch vor Ort dann vor allen Dingen in Görlitz haben wir gedreht, waren es vor allen Dingen wir drei und dass wir irgendwie den Draht zueinander finden. Und das war glücklicherweise gar nicht so schwierig. Mhm. Also gar nicht schwierig. Also wäre doof, wenn wir irgendwie eine Freundschaft, eine Liebe erzählen müssten und dann hakt's so persönlich untereinander. Aber das war nicht der Fall. Wir haben immer Fahrradausflüge gemacht und uns Liebesgedichte vorgelesen von Heine und Erich Fried, glaube ich, auch. Und genau, haben Badeausflüge gemacht und das ganz unangestrengt und voller Freude. Weiß ich gar nicht. Natürlich ist es toll, wenn man so, und so sehe ich eigentlich auch sehr meine Arbeit, wenn man so mischen darf. Also wenn ich einerseits auf Grundlage eines Wissensschatzes, den wir haben, der angereichert wurde aus einer Zeit über Menschen, von Menschen, wenn ich das zusammenbringe mit meiner Fantasie auf diese Menschen. Und das finde ich ein ziemliches Privileg, da auch so mit einer Fantasie irgendwie heranzugehen. Das durch so eine, weiß ich nicht, durch so einen künstlerischen Fokus oder durch so ein Brennglas zu sehen, wo es mir einfach erlaubt ist, nochmal gewisse Farben, gewisse Gefühle oder Sonstiges hinzuzufügen oder eben auch wegzulassen. Und das alles in Absprache mit dem Regisseur, Dominik. Und mit den Partnern. Und das finde ich einen ganz tollen Vorgang. Ja, absolut. Da ging es eigentlich schon los. Unser erster Mail-Kontakt er hatte mir geschrieben und hatte mir die Rolle direkt angeboten und ein Casting. Und dann habe ich mich bedankt und dann aber auch gleich in dieser tollen Art und Weise versucht, irgendwie zu antworten, mit der Dominik geschrieben hatte. Also sehr, sehr gewählt, aber nicht überkandidelt oder zu aufgesetzt, sondern einfach mal wieder bestimmte Worte nutzend, den Reichtum der Sprache letztendlich ausnutzend, habe ich versucht, ihnen zu antworten. Und dass ich mich sehr geehrt fühle und dass ich gerne um einen Spaziergang bitte. Wir haben uns getroffen in München. Es war irgendwie so ein Herbsttag und es war irgendwie alles gleich so in so einem poetischen, träumerischen Kontext, hatte ich so das Gefühl.
Und ich habe sofort kapiert, warum jemand wie Dominik diesen Stoff machen muss eigentlich. Wie dieser Stoff letztendlich auf ihn wartet. Und das war erstmal die Basis unserer Arbeit, hatte ich das Gefühl. Und ich habe auch mit ihm zusammengearbeitet oder wollte unbedingt mit ihm arbeiten, weil ich natürlich Geschichten von Götz George hören wollte, zum Beispiel. Oder von anderen filmischen Arbeiten. Und dann ging es um unsere Zusammenarbeit vor allen Dingen. Also das Dreiergespann und um die verschiedenen Farben, die wir irgendwie versuchen, also die wir darstellen und die wir vielleicht noch suchen und so weiter. Also es war ein ganz inspirierender, zusammengewürfelter Arbeitsalltag, den wir irgendwie so hatten. Das mochte ich sehr. Und am Set dann selber hat er große Lust, so den ersten Moment, also nicht zu viel proben, nicht zu viel wegwerfen durch Wiederholung, würde ich es mal bezeichnen, sondern gerne noch die Unsicherheit eines der ersten Schritte einfangen. Ich finde es einfach erstaunlich an ihm, dass er, obschon er so eine wahnsinnige Erfahrung hat und so eine tollen Filme gemacht hat und so unterschiedliche Arbeiten irgendwie aufs Parkett gefeuert hat, sage ich mal, dass er nicht aufhört zu suchen, dass er seiner, also überhaupt nicht an Neugier einbüßt, sondern im Gegenteil scheinbar immer noch für jede einzelne Arbeit eine ganz für sich stehende individuelle Herangehens- und Umsetzungsweise einfordert. Das finde ich, abgesehen davon auch sehr, sehr inspirierend. Mit Erwartungshaltung habe ich selber immer so meine Probleme. Also ich stolper dann selber immer über meine eigenen Erwartungen. Und klar, bei so Romanverfilmung ist es immer noch mal noch schwieriger, zumal wenn man den Roman bereits gelesen hat. Ich würde versuchen, die Erwartungen zurückzustellen und sich versuchen, darauf einzulassen. Weil das lohnt sich. Das ist ein verrücktes Teil, im besten Sinne, und macht total viel Spaß. Und ich bin nicht unkritisch mit dem, mit den Sachen, an denen ich mitgewirkt habe. So, und aber ich werde mir heute auch nochmal ansehen. Wir hatten bisher die Premiere auf der Berlinale, Open Air, und jetzt freue ich mich auf die Vorstellung hier in Basel. Auf jeden Fall. Das war ja auch Kästners Ansinnen quasi mit seinem Roman. Weiß ich mal genau, hat er es nicht als Warnung sogar bezeichnet? Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber es sollte ja schon einen Hinweis geben. Es sollte ja schon auf Dinge aufmerksam machen. Und klar, es ist leider immer so, dass wenn es einer Menge von Leuten nicht gut geht, dass das immer Nährboden für andere Menschen ist, genau diese Unzufriedenheit, diese Sorge, diese Angst auszunutzen und letztendlich den Menschen gegen den Menschen zu wenden. Und sie will Schauspielerin werden? Noch einer. Ich träume nachts, dass ich sie verliere und ich schäme mich für die Angst. Fräulein Cornelia Battenberg, ich erteile dir hiermit meine Erlaubnis für einen eheähnlichen Bund mit dem hier anwesenden Jakob Hahn. Also, ich könnte dich lieber. Und die Liebe hört nimmer auf. Lieber Freund, solange du alleine warst und es mich noch nicht gab, konnte dir nichts geschehen. Es wird jetzt wieder werden, wie es vorher war. Werden Sie bedroht? Die Welt geht vor die Hunde. Es muss alles in eine neue Ordnung kommen. So geht es ja nicht weiter.